Eddy Blaustaller, Neumarkter Trainingslegende, viele Jahrzehnte. Ich bin jetzt nicht mehr beim ASV Neumarkt, soweit ich weiß. Toll. Ist aber auch regelmäßiger Stammgast hier in Helmholtzstein. Und da gibt es auch heute wieder grandiose Ballwechsel zu sehen. Alle Begegnungen auf YouTube kann man mit Reinhard Sternbrecher als Suchwort 2019-1201 Hilpoltstein oder Hilpoltstein gegen Leislein. Aber dann könntet ihr eventuell beides angeboten kriegen, nämlich das Pokalspiel im August, war das glaube ich, oder das heutige Spiel in der zweiten Bundesliga. Der Hilpoltsteiner hier hinten, aber Viertelsatz 9-7 führen. Macbeth schlägt auf. Für Leisenheim. Mindestens genauso knapp ist es hier. Auch da. Zu 2, jetzt Satz 2:2. Elf. Beide Partien, 11 des Messers, Schneide. Eine müssten sie gewinnen. Trotz 5:1 Führung. Er rettet sich in einen fünften Satz. Bei Alexander Flemming zum 2:2 Satzausgleich. Als Rückschläger. Und da tut es sich schwer. Sobald Macbeth in den Angriff kommt, diese Aufbandbestimmung ist natürlich die Standardsituation. Das Problem bei Flemming. Man muss also beim Aufschlag versuchen, gleich wenigstens einen Spin mit viel Rotation. Er hat
mit einer Art Flip probiert. Hat nicht geklappt. Jetzt sieht es schlecht aus. Matchball gegen Alexander Fleming als Rückschläger. Da war sie wieder, diese unnachahmliche Rückhand. Mit diesem aufgestellten Schläger, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt war er wieder da, der Spin, klar, der Return kam auch lang genug. Da flippt sich nichts mehr. Zu lange, sodass Fleming noch einmal Spin spielen kann. Und da hat der Gegner seine Probleme, wenn der Spin mit Rotationswechsel auf in Zukunft von Fleming. Also hier 2-2. Beide Spitzeneinzel befinden sich im fünften Satz. Eins muss kommen. Der Rest als Stativaufnahme. Glückliche Netzzuschirung, Seitenwechsel. 6-4. Krimi-Zeit. Ja, man könnte sagen, okay, 5-1 für Hildburgstein, aber wie schon gesagt, hier muss ein Einzel kommen, sonst steht das Unentschieden. Wie sagt man so schön, wie ein Damoklesschwert in der Luft? Wie auch immer. Es läuft wieder und dementsprechend hier eine gelbe Karte, ganz klar. Da hat dann der Pirza, der aufmerksame Schiedsrichter, überhaupt keine andere Wahl. Ist aber im Tischtennis noch relativ harmlos. Bei Wiederholung gibt es einen Punkt für den Gegner. Es sei denn, man ist Chinese, dann kann das schon mal bedeuten, dass man vom eigenen Verband 3 Monate gesperrt wird und nicht zum Weltcup darf. Der ist allerdings etwas stärker gegen die Bande gesprungen. Ja, plötzlich passiert. Dem Jungstar der Chinesen. Wie richtig kommentiert vom Oberschiedsrichter, der hat es dann schon etwas mehr krachen lassen. Aber das war auch eher nachvollziehbar. Mit 18 Jahren und dann unglücklich verlieren bei einem extrem wichtigen Spiel. Schaut gut aus hier. Trotzdem, letzter Ballwechsel mit dieser Zoom-Kamera. Ja, ich mal gucken muss, was die anderen Kameras noch so machen. In Sachen Achtung.